It's your boy Skinny P. Valve haut einen Contest heraus, bei dem sie $1 Million verschenken wollen. Dieser Workshop-Contest nennt sich Dreams and Nightmares und ich erzähle euch jetzt, worum es dabei geht und warum ich glaube, dass da möglicherweise auch noch etwas mehr hinterherkommt, als man vielleicht denkt. Vor einem Tag, beziehungsweise vor mittlerweile dreien, das Video kommt zwei Tage später, hat Valve angekündigt, dass sie diesen Dream and Nightmares Workshop-Contest eröffnen. Bei dieser Sache geht es um Waffenskins, um genau zu sein, um 10 Original Dream or Nightmare Themed Weapon Finishes, also Skins für CSGO. Das heißt, am Ende werden 10 Gewinner feststehen und diese Skins sollen eben diesem Thema unterliegen. Jeder dieser 10 Gewinner wird dann $100.000 erhalten. Sie hauen also $1 Million raus, das ist schon extrem fett. Ich weiß nicht, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist mit den Bezahlungen und mit den Skins und diesen ganzen Workshop-Sachen generell, auch mit den Maps und so, wie das da läuft, aber das ist auf jeden Fall mal ein fettes Wort hier. In diesem Bereich geht es darum, dass man hier nochmal gezeigt bekommt, wie man hier teilnehmen kann, wie alles funktioniert, das schauen wir uns gleich an. Und hier unten schreiben sie ja nochmal so speziell über diesen Steam-Workshop, dass sie ihn vor circa 10 Jahren gegründet haben, dass hier schon 5 Millionen Content-Creator ihren Kram rausgehauen haben, 20 Millionen neue Items gab es für verschiedenste Spieler auf Steam. Die ganze Idee dahinter ist für die Community natürlich einfach ein Geschenk bzw. eine schöne Möglichkeit, mit den Spielen interagieren zu können und eben auch eigene Ideen einfließen zu lassen. Kommen wir also zu dieser Mainpage, die haben sie erstellt, um sich dann nochmal einlesen zu können und anzuschauen, worum es überhaupt geht. Der Wettbewerb beginnt am 22. Juli, die Einreichungsfrist ist der 21. Oktober, es ist also viel Zeit bis dahin. Und diesbezüglich, also wegen der Zeit und auch wegen dieser großen Aufmachung jetzt, mauschelt man im Internet, dass da möglicherweise nicht nur einfach nur eine neue Kiste rauskommt mit so geilen Sachen, sondern dass da sogar die nächste Operation an den Start geht. Eine Operation, die komplett unter dem Motto Träume und Albträume steht. Und das wäre natürlich komplett insane. Ich scroll hier einfach mit euch durch. Es ist wie gesagt schön gestaltet. Bearbeiten Sie existierende Werke und natürlich wird mein Lieblingswerk gezeigt. Bam. Hyperbeast, ultimativ nice. Man scrollt hier dann einfach weiter durch mit dem Mausrad oder erschaffen sie ein neues Werk und sieht dann eben Vorschläge bzw. einfach Ideen. Also sie wollen einem hier wirklich so richtig, also selbst wenn man vielleicht sagt, ich weiß es nicht, interessiert mich, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe, sie drücken einen richtig dahin, komm, versuch's, mach irgendwas, bearbeite ein bestehendes Werk, mach was Neues, lass dich inspirieren und so weiter. Also diese Page ist auf jeden Fall auf Inspiration ausgelegt und zwar hart. Dann hatten wir einmal diese, ich weiß gerade nicht genau, wie sie heißt, das Teil ist aber vorhanden, ne? Ich weiß nicht, warum die jetzt ein neues Werk schreiben, oder? Ist die nicht schon vorhanden? Oder gibt es nicht zumindest einen, die genauso aussieht? Naja, so funktioniert's. So, kreieren Sie eine Waffenlackierung. Wenn man da draufklickt, komm, ich mach's einfach mal, dann wird einem erklärt, wie man und wo man diese Sachen eben herstellen kann, wie man sie dann hochladen kann, dass man sie dokumentieren soll und so weiter und so fort. Man kann zusammenarbeiten und die rumlarum. Ja, also da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein, weil das ist wirklich gut, wen es interessiert, der kann sich da natürlich einlesen, ja. Also wenn du mal immer Skins machen wolltest, nicht zwingend hier in diesem Umfeld jetzt, in diesem Contest, aber einfach so für dich, dann ist das, denke ich, echt eine nice Sache, um sich mal einzulesen, geschwind, wie alles funktioniert, ne? Hier ist eine richtige Anleitung. So viel dazu, hier unten kommen dann noch die Wettbewerbsregeln, da klicken wir halt auch mal geschwind drauf, ne? Wettbewerbsregeln. Sie haben über Ihr Kunstwerk zu träumen nachgedacht oder haben vielleicht bereits Kunstwerke erstellt, die zum Thema passen. Wählen Sie eine Waffe, auf die Sie Ihr Design anwenden können. Waffen für diese Kiste, die übrigens richtig geil aussieht, erfahren Sie mehr über die spezifischen Waffen, die wir für die Kiste Träume und Albträume ausgewählt haben, sowie über die vorgeschlagenen visuellen Eigenschaften für die jeweilige Seltenheitsstufe. So, wenn man hier dann draufklickt, erfährt man, wie eben diese Seltenheitsstufen ausgewählt werden. Also ganz hier oben Stilrichtlinien für Waffen, Lackierungen und so weiter und so fort. Also das lese ich mir jetzt im Speziellen auch nicht vor. Das könnt ihr euch auch selbst durchlesen. Das ist halt gerade wichtig, wenn ihr da mitmachen wollt, dass ihr auch passende Waffen einreicht. Dass ihr nicht irgendwie sowas hier einreicht als Blue Skin. Ne? Man kann hier die einzelnen Sachen auch noch durchklicken und dann sieht man halt einfach ein paar Beispiele. Hier unten schreiben sie auch, dass man sich besprechen soll im Künstlerforum und so weiter und so fort und dann eben auch noch Fragen. Das ist wie gesagt für die, die hier halt eben teilnehmen möchten. Kommen wir nochmal geschwind zurück zur Hauptseite. Ich bin jetzt eh gleich durch hier. Kollaboration und Diskussion, pipapo, das haben wir eben schon gehabt. Man kann zusammenarbeiten und hier kommen nochmal richtig schöne Skins, die man eben bereits kennt. Ich nehme an, das ist die Dokumentation auch zum Teil. Ne? Man sieht hier, wie derjenige oder wie die Leute darauf kamen, welcher Teil dieses Bildes auf dem Skin sein sollte, beziehungsweise auf der Waffe und auf welche Waffen das Ganze auch passt. Also man sieht zum Beispiel gleich bei der Schrotflinte sehr schön, gut, bei dem Skin hier auf jeden Fall auch, das sieht auf jeden Fall nach einer AWP aus, aber hier, Moment, okay, es dauert wohl noch kurz. Sehr schöne Sachen, wirklich. Also wenn man sich das so im Gesamten ansieht, ist ja fast schade, dass da nur so wenig auf die Waffe drauf passt, ne? Und das vor allem
das ja einfach nur gespiegelt ist mitunter. Vielleicht könnte man da auch vorne und hinten mal was machen. Wartet. Ich habe gar nicht Erinnerung gehabt, dass da so viele Sachen waren. Ich habe es eben durchgeguckt. Ja, hier auch die Neo-Noir natürlich wunderschön. Wunderschön. Was haben wir denn hier? Gottes Willen, was ist denn das für ein Teil? Das kenne ich ja noch gar nicht. Die habe ich ja nie gesehen. Hyperbeast, Farbschema, sweet. Mhm. Leckerteilchen, klar. Sag mal, hä? Haben die hier was hinzugefügt? Haben die nochmal ein Update gemacht? Ich habe mir das vorhin angeschaut, da war nicht so viel drauf. What the fuck? Ja, das meine ich hier. Da sieht man schon direkt die Mac 7 eigentlich, ne? Dass das hier auf einem Swag 7 ist. Ja, das war's. Ah, es geht noch weiter. Ach Gott, guck mal da, Sammy. Mit ihren Ponys. Gestern im Stream haben ein, zwei Leute auch schon gesagt, dass sie da gerne mitmachen wollen würden. Ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, weil wir echt begabte Jungs und Mädels bei uns halt auch haben in der Community, die echt geil zeichnen können und sowas sicherlich rauspressen können. Natürlich ist es schwierig, bei so einem direkt so einem Riesen-Contest, da halt dann auch tatsächlich zu gewinnen. Ich denke, die Chancen sind da leider recht gering, weil da so extrem viele Menschen mitmachen werden. Aber nichtsdestotrotz kann man sich hier auf jeden Fall durchfighten. Also ich wäre ultimativ stolz, wenn jemand von der Bubbler-Community hier gewinnen würde. Also absolut komplett insane. Also ich bin schon stolz genug, wenn ihr da einfach mitmacht. Logischerweise, ne? Das ist schon Chapeau, Chapeau, meine Damen und Herren. Ne? Kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal. Geschwind zu der Operation. Also ich denke, weil das so groß aufgebaut wird, auch mit so einem langen Zeitraum, es wird so viel Zeug geben, dass sie da wahrscheinlich eben nicht nur einfach im Oktober nur eine Kiste raushauen werden, sondern es wirkt so, als wenn da was richtig Großes passieren würde. Also von der Größe her wie eine Operation. Eine Operation, die möglicherweise komplett auf Träume und Albträume ausgelegt ist oder natürlich im besten Fall, ne? Und vielleicht werden dann auch Designs, die gar nicht in diese Top 10 gekommen sind, dennoch genutzt für andere Dinge in der Operation. Für irgendwelche Hintergrunddesigns, vielleicht sogar irgendwas auf einer Map oder sowas, vielleicht wird es irgendwo eingebaut, Bilder, die man sich angucken kann auf einer Map. Also da gäbe es ja genug Ideen. Auch weil sie hier auf der Page diesen Workshop so hervorheben, dieses ihr könnt machen, ihr könnt teilhaben und da einfach mit reinfingern. Möglicherweise wird es dann dieses Mal bei der Operation, wenn es dann eine geben wird, viele Missionen geben, die dann nicht von Valve selbst sind, sondern einfach von Spielern. Also von Creatoren aus der Community. Das wäre dann sicherlich eine viel größere Operation als die letzten paar. Man hätte ordentlich was zu tun, wenn man sich jetzt schon reinschaut in diese ganzen Community-Maps, die es gibt, in diese Spielmodi, die man machen kann, mit Missionen, mit Zombie-Geschichten, mit Rumfahren und so weiter und so fort. Ihr wisst, denke ich, was ich meine, diese ganzen Fun-Maps, die man spielen kann. Wenn man da eine ganze Operation draus bündelt, natürlich unter der Aufsicht von Valve, die da richtig schön die besten Sachen raussuchen und das zusammendrücken und dann noch eigenen Kram dazugeben, dann könnte das echt ein riesiges, fettes Ding werden. Da packt mich die Vorfreude schon ein bisschen. Also, wenn da sowas rausgeballert werden würde, ich denke, ich wäre nicht der Einzige, der sich sehr, sehr freuen würde. Das wäre es dann soweit gewesen. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf die ganze Geschichte. Selbst wenn es so eine Kiste ist, naja, komm, dann hat man halt immerhin Apps. Aber ich denke, ich hoffe, dass sich Valve da nicht lumpen lässt und echt was Dickes raushaut. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.